Muss ich jetzt auch runter? Ja, wahrscheinlich, ne? Ich denke mal, ich muss hier mit runter. Muss ich den... Ach, scheiße. Ich wusste, die müssen dem helfen? Ich hoffe nicht. Wenn die jetzt auf mich schießen, dann sind die anscheinend mit der anderen Sache erledigt. Ich weiß zwar gerade nicht, wie ich mich hier schützen kann, aber okay. Da schießt er auf mich. Lucke ist gerade wieder geil. Aha. Was bist du denn für einer? Okay, der ist tot. Immerhin. Okay, das ist schon eine etwas härtere Stelle, aber auch das kriegen wir irgendwie geregelt, denke ich. Ah, wenn ich die im Flug anscheinend erwisch, sind sie direkt tot. Komm raus da. Haben wir dich jetzt? Ja. Sich selbst in die Luft gejagt. Da hinten ist noch einer um die Ecke, ne? Fuck, ey. Wir werden sehen. Spring mal weg! Alter Schwede, was geht hier ab? Was? Ich hab dir eine Granate an deinen Körper geschossen. Da ist es scheißegal, was du für eine Panzerung hast. Du bist tot. Augen offen halten. So, das ist jetzt schön. Ja. Okay, der kam anscheinend irgendwo hoch. Keine Ahnung. Augen offen halten. Okay. Vielleicht hänge ich hier ganz gut. Das war gut, da liege ich gut, ja, schon bequem. Ich wollte mich verstecken, das ging aber nicht. Das ist eigentlich ganz gut, wenn man in die Innenluft erwischt, sind sie tot. Fang! Wie schmeckt das? Da ist der Granatwerfer. Boah. Alter Schwede, wie soll ich die denn packen? Hätte ich doch bloß meine
meinen Granatwerfer wieder hier. War das alle? Ich weiß es nicht. Nein, waren sie nicht. Links, rechts, geradeaus. Da. Ich hab dich. Arschgesicht. Die nehmen wir lieber. Wo bist du? Oh. Ich glaube, wir haben's. Boah, das war echt eine harte Geburt hier. Was ist denn hier oben bei dem Baum? Vielleicht ein Schatz? Warum sollte ich hier hingehen? Hä? Ja, schön. Schöner Baum, ja, aber ja, total fehl am Platz. Ist da unten noch was? Ne. Puh. So, mal kurz Überblick verschaffen. Ich denke mal, dass wir jetzt hier auch irgendwie einen Speicherpunkt ergattert haben. Ich brauche auf jeden Fall noch eine bessere kleine Waffe, ne? Die kann, soll ich die behalten? Ich weiß es nicht. Das heißt 7. Noch 7 Schuss? Ne, dann nehme ich lieber den. Na gut, dann nützt es ja nichts. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich weiter hoch. Vielleicht finde ich ja noch ein bisschen Muni für meinen Granatwerfer hier. Oh nein. Diese doof. Da war eine kleine Knarre, ja. Könnte ich theoretisch nehmen, aber ein Schuss davon ist nicht viel, ne? Nehmen wir lieber die. Habt ihr mich überredet? So, da geht's auch nicht. Ich muss hier lang. Scheiße, ey. Ich denke mal, dass der Granatwerfer besser gegen die Viecher ist als ein Maschinengewehr. Das hatten wir schon mal ausprobiert. Das lief nicht besonders gut, ne? Da ist nochmal eine Panzer. Wie viel hat die? Auch einen. Ne, dann nehmen wir den wieder. Nee, das lohnt nicht. Also links sind die, glaube ich, lang gelatscht. Ich gucke erstmal nach rechts. Wow, da ist noch einer. Oh. Hier bräuchten wir zwei Leute, um das Tor zu öffnen, wie es aussieht, ne? Nö. Ich wollte noch gar nicht reinspringen. Okay, jetzt bin ich unten. Geschafft. Naja, du bist runtergesprungen. Das ist jetzt keine große Leistung. Geschafft, sagt er. Oh. Ich weiß nicht, was besser ist, ob unten oder oben lang. Ich habe extra für den oberen Weg hier entschieden, weil ich denke, dass wir vielleicht ein bisschen sicherer sind. Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir sogar hier oben lang. Keine Ahnung. Oder war ich da unten sogar schon? Ich glaube sogar nicht, oder? Oder doch? Ich weiß es doch nicht. Ah! Nee, das war nix. Oh Gott. Hier drüben. Der lebt noch. Das ist doch nicht dein Ernst. Das könnt ihr doch nicht überleben.
Okay, das hat keinen Sinn. Ich brauche noch weitere... Oh, was ist das denn da Schönes? Okay. Das ist eigentlich ziemlich geil mit dem Teil hier. So ein Gatling Gun. Aber ich glaube, dass ich den mal eben lieber nehme. Hi. Was ist das? Nein. Das ist geil. Es dauert ein bisschen, bis er schießt, aber ist halt eine sehr mächtige Waffe, ne? Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ruhe? Ich bin natürlich jetzt langsam mit dem Teil, ne? Aber soll ich die mitnehmen? Springen kann ich damit nicht. Ich glaube, ich lasse die hier liegen und nehme was Besseres, was Handliches mit. Sollte nochmal so eine Situation kommen, dann denke ich, werden sie mir wohl nochmal so eine Gatling Gun zur Verfügung stellen. Hier sind ja ganz, nicht eine ganze Menge jetzt hier, klar. Aber, nee, die kann ich jetzt ja schlecht mitschleppen. Das dauert ja Ewigkeiten. So, jetzt habe ich aber da einiges getötet. Ich könnte jetzt da hochgehen. Obwohl, da kam ich ja so halbwegs her. Oder wir gehen halt hier weiter. Also, es war schon ein cooler Bereich, das auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Nur mal eben hier ein bisschen rumgucken. Ja, vielleicht gibt es hier noch irgendwo einen Schatz oder so. Komme ich da rüber? Ach. Das habe ich nicht mehr gesehen. Ah, zum offenen Fenster klettern. Ja, da komme ich schon irgendwie hin. Und auf dem Weg dorthin werde ich bestimmt einen Schatz finden. Ist hier nix? Was ist die ganze Mühe für nix? Unglaublich. Ja gut, dann schauen wir mal. Also dann war das hier umsonst toll. Auch ein geiler Sprung. So, dann schauen wir mal hier lang. Hier ist auch dunkel. Kann ich da rüber? Aha. Was bringt mir das? Geschafft. Eigentlich nichts. Ja, ich weiß, dass ich da hin soll. Ich muss nur rausfinden, wie. Warte mal, da ist ja noch ein Rad. Oder kann ich hier... Warte mal. Na, da komme ich nicht hoch, okay. Ja, vielleicht irgendwie von da. Mucke ist irgendwie unheimlich gerade, als wenn hier noch was passieren würde. Das glaube ich nicht so wirklich. Ich muss... Da war ich ja gerade, ne? Ich muss da irgendwie hoch, wenn es geht. Komme ich da hoch? Geschafft. Warum sagst du immer geschafft, wenn du runterfällst? Ja, ich weiß, dass ich da hin soll, Junge. Ich muss erst mal überlegen, wie ich da hinkomme. Da? Irgendwie muss ich da erstmal hinkommen. So. Ich müsste noch eine Etage höher. Ja. Ich war ja auch schon eine Etage höher, ne? Ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe. Ja. Ich weiß. Ich versuche mal hier wieder hochzugehen. Hier war ich ja am Anfang lang.
Upsala. Okay. Okay. So. Höher kann ich nicht. Das wäre auch die richtige Höhe tatsächlich. Jetzt muss ich nur gucken, da ist ein Seil. Aber ich komme von hier aus nicht da. Doch, da kann ich an der Wand. Da kann ich an die Wand springen. Genau, sehr gut. Das habe ich nicht gesehen. Schaffst du es? Ja, schafft er. Sehr schön. Sehr gut, dann haben wir es ja gleich. Dann kann ich jetzt von hier aus darüber. Wobei, hier war hier nicht gerade ein Seil. Ich dachte, ich hätte hier ein Seil gesehen. Ja, ich muss von der anderen Seite aus dahin. Von hier aus schaffe ich das, glaube ich, nicht. Aber vielleicht doch. Moment. Kannst du dich mal hier rüber schwingen? Nein, du sollst da rüber. Jung. Achso, ich kann auch einfach hier runter gehen. Ist auch eine Möglichkeit. Komme ich von hier aus dahin? Ja, ne? Das gibt's doch jetzt nicht. Ich bin da. Okay, das haben wir geschafft. Frage ist, wäre da noch was gewesen? Mal eben kurz gucken, ob hier nicht noch ein Schatz ist. Das könnte natürlich sein, ne? Kleiner Schatz, der hier noch versteckt ist. Mal eben gucken. Eine Armbrust hätten wir hier. Die will ich aber nicht wirklich. Und da ist auch nichts. Okay, gut. Dann ist hier nichts weiter. Aber es hätte ja sein können, deswegen... Lieber mal nachschauen, bevor wir das Gebiet jetzt verlassen, endgültig. Scheiße, jetzt kann ich von dieser Seite aus ja nicht ran, wa? Ah, ich hoffe mal doch. Scheiße. Das gibt's doch jetzt nicht. Das kann nicht wahr sein, ich komme jetzt nicht rüber. Da wieder vorfahren. Nur weil ich neugierig war. Aber man, das hätte ja sein können. Der hat auch nichts für mich. Schade. Ja gut, jetzt wissen wir es. Jetzt kann ich nochmal lang klettern. Jetzt kann ich zur Vollständigkeit auch nochmal da lang gucken, hier, ob hier noch was ist. So, dann haben wir nämlich alle Bereiche abgeklappert. So. Aber auch da ist nichts. Gut. Naja. So. Hoch. Ach, da wäre auch eine Leiter gewesen, sehe ich gerade. Ha! Ist gar nicht so kompliziert, wie es aussieht. So. Ist auch gar nicht so schlimm, der Weg, ne? Aha. Ja, aber ich meine, die waren schon heftig, die Typen. Das ist eine Gegnerart, da kannst du echt nichts machen. Vor allem, wenn man da mehr als einen Raketenwerferschuss braucht, das ist schon merkwürdig, ne? Irgendwie auch ein bisschen unwahrscheinlich, aber gut. Diese da... Da ist der Schatz. Den ich hoffentlich gleich bekomme. Nate. Hier geht irgendwas Seltsames vor. Hier sind irgendwelche Tiere? Ja. Vor denen hätte ich dich vielleicht warnen sollen. Antiker Schwertgriff. Mhm. Ich warnen? Wusstest du von diesen Viechern? Wann wolltest du mir das sagen? Komm ihnen einfach nicht in die Quere, okay? Mir ist gerade was eingefallen. Steffi hat mich schon ein paar Mal darauf hingewiesen, dass ich euch mal zeigen soll, was sich hier unter Geschäft verbirgt. Ich guck mal kurz. Ah, da kann man sich Designs kaufen. Okay. Wir haben sogar ein ganz gutes Guthaben hier. Waffen. Waffen auch. Aha. Render-Modi, Bonusfilmchen, Galerien. Einzelspieler-Designs. Aha. Also praktisch wie bei The Last of Us auch. Aber das, da kümmern wir uns dann mal später drum. Vielleicht am Ende des Spiels oder so. Können wir ja gerne nochmal reinschauen. Aber jetzt weißt du, Schatz, was das ist. So. Finde ich aber ganz cool. Ich mag sowas immer, wenn es verschiedene Outfits gibt. Auch wenn die so ein bisschen die Ernsthaftigkeit der Story rausnehmen. Aber hier geht das, glaube ich, eigentlich noch.
Ich finde die Story ein bisschen abgehobener, sag ich mal, als in Teil 1, aber auch cool. Ich mag's. Ist schön. So. Wo kommen wir jetzt hin und was passiert als nächstes? Und wo ist jetzt Elena genau? Ah, da! Das war gefährlich. Spring, Nate! Das hört sich nicht gut an. Da kann ich hoch, okay. Mehr kann ich hier gar nicht tun. Da hoch bitte. Weil man hört sie die ganze Zeit, ne? Die sind bestimmt irgendwo hier in der Nähe. Ah. Mhm. Da bricht bestimmt gleich was weg. Sie brauchen Verstärkung. Schickt Verstärkung. Oh Gott, das ist wieder einmal der Gatling-Gang. Verdammt, sie sind alle tot. Diese Dinger haben sie zerfetzt.